Also mein Thema ist Weltenbaum, Stammbaum, Lebensbaum. Das sind für mich die drei Begriffe, die ich am allerehesten mit dem Thema Baum überhaupt verbinde. Der Weltenbaum, die Axis Mundi, der Aufbau im Himmelszelt sitzen die Götter und an den Wurzeln des Weltenbaumes leben wir Menschen. Dort ist auch die Totenwelt zu Hause und es ist der Brunnen der Erinnerung, ein bisschen so dieses germanische Bild, aber die Idee des Weltenbaumes kennt man ja in ganz vielen Kulturen. Der Stammbaum, finde ich, ist auch ganz wichtig. Es gibt so viele Geschichten in der Mythologie, wo der Mensch von Bäumen abstammt. Und diese Idee, ich stamme von den Bäumen ab, ich bin eigentlich ein Kind des Waldes. Die Bäume sind meine Eltern auf eine gewisse Weise, finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Das freut mich immer sehr, wenn ich dann auch in den Wald hineingehe und mich in diese Stimmung eines Waldes hineinbegebe, dass ich wirklich immer wieder das Gefühl habe, in Geborgenheit zu sein, dass ich wirklich das Gefühl habe, umhegt zu sein. Meine Seele kann friedlich werden, ich kann tief durchatmen, ich bin zu Hause. Ich bin in einem Zuhause. Und wo ist man eigentlich doch mehr zu Hause als bei seinen Eltern? Also der Wald ist etwas, was uns behütet. Und wenn man unsere Vorfahren anschaut, die wenigsten lebten in Städten, die meisten lebten im Wald. Das hat sich ja heute geändert. Und dann das dritte Thema ist etwas mit dem Lebensbaum. Da geht es um das Therapeutische. Der Baum schenkt uns das Leben. Die grüne Pflanzenwelt ist unser Gegenüber. Wir sind gegenseitig abhängig voneinander. Wir atmen aus, die Bäume atmen ein, die Bäume atmen aus, wir atmen ein. Das heißt, wir können uns eigentlich über den Atem ganz wunderbar mit der grünen Lunge Natur verbinden. Sie schenkt uns das Leben. Ohne diese grüne Natur wären wir gar nicht existent. Und da kann man mir erzählen, was er will. Also ich persönlich mag nicht unter irgendeiner Glocke leben, in einer designten Stadt und die Natur ist weggenommen worden. Also ich gehöre zu denjenigen, die alles tun, damit uns diese grüne Lunge auch erhalten bleibt. Und mir ist so irgendwann einmal, als ich so durch Städte gegangen bin und irgendwie, wenn man dann doch nicht mehr in der Stadt wohnt, dann sucht man immer irgendwo das Grüne in der Stadt und sagt sich, klar, das ist toll, es gibt tatsächlich in Berlin zum Beispiel den Tiergarten und das ist schön, da gibt es auch schöne Alleen, überall ist es grün und auch in München gibt es den Hofgarten und dann gibt es den Englischen Garten und den Nymphenburger Park. Aber wenig alte Bäume, wenig Baumveteranen, wenig die großen alten Bäume. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass in den Bereichen, wo es eigentlich keine großen alten Bäume mehr gibt, die Menschen tatsächlich entwurzelt sind. Sie sind eigentlich nicht mehr angebunden an die Schöpfung. Das Wort entwurzelt sein, das ist etwas, was mir einfach da klar geworden ist, wenn man in Städte geht. Die Städte sind in die Zukunft gewandt. Die leben eigentlich nicht mehr in der Natur. Und es gibt ja tatsächlich Studien, dass Jugendliche zum Beispiel in Berlin, dass fast ein Drittel der Jugendlichen bis zu ihrem 18. Lebensjahr die Milchstraße nicht gesehen haben, weil sie nie aus der Stadt rausgekommen sind. Sie wissen also gar nicht, wie entzückend der Sternenhimmel sein kann, weil sie nur Stadtluft kennen. Das ist doch schon etwas Bedrückendes. Für mich ist der Baum eine Brücke zwischen uns Menschen und der Götterwelt. Deswegen ist auch eines der schönsten Bilder, das ich kenne, so von der Kunstgeschichte, der Heilige Hain. Ich mache ja nächstes Jahr, am 15. Januar, mache ich einen Vortrag, die Pflanzen in der Kunst, weil es ist so, dass die Künstler einen anderen Blick auf die Geschehnisse haben und auch Böcklin hat hier eine mythologische Stimmung gemacht. Wir sehen Menschen, die nicht im Tempel sind, sondern außerhalb. Sie gehen zu Schwarzpappeln hin und es ist wahrscheinlich Herbst, wie man sieht. Es ist ein Wasser, wo sie so über eine kleine Brücke gehen. Wir sehen Herbstzeitlosen auf diesem Bild. Wenn man das Original sieht, kann man es besser erkennen. Und wir sehen die Schwarzpappeln, die immer mit dem Thema Totenwelt und Trauer in Beziehung stehen. Und der Herbst ist ja auch eine Zeit, in der man sich mehr den Toten und den Geisterwäldern widmet. Und wir sehen eine Zeremonie und sehen ein Ritual unter freiem Himmel. Und für unsere Vorfahren war der wahre Tempel nun mal eben der Wald. Und die Götter haben sich durch die Bäume manifestiert. Nicht, dass die Bäume gleich den Göttern sind, sondern die Qualität eines Baumes ist etwas, was man nur als göttlich ansehen konnte. Und so ist für mich auch bis heute so, dass wenn ich
letztendlich für mich in einer Art Ritual, wenn ich in eine Naturverehrung gehen möchte, gehe ich immer in den Wald hinein und zu den alten Bäumen. Und wenn man sich mal überlegt, was Baum eigentlich alles bedeutet, dann habe ich das mal hier so ein bisschen zusammengefasst, was alles Baum sein kann, von dem Sitz der Götter, die Baumnymphen, von denen die Mythen erzählen, die wunderbaren Heilmittel, die uns die Bäume schenken, von Rinden, Blättern, Früchten. Und sie sind zuständig fürs ökologische Gleichgewicht. Das ist etwas ganz Wesentliches. Man denke nur an die ganzen Baumbesetzer, an die Julia Butterfly, die sich nicht von ihrem Redwood hat vertreiben lassen. Also für mich eines der leuchtenden Vorbilder für die zukünftigen Generationen. Wirklich, es lohnt sich, um jeden einzelnen Baum zu kämpfen, weil es ist nun mal einfach unsere grüne Lunge. Aber es ist auch letztendlich ein Baustoff. Wir leben, wir zum Beispiel hier, wo wir jetzt sind, der Raum, in dem ich hier sitze, besteht aus alles Mögliche, aus Holz. Wir leben mehr oder weniger in einem Holzhaus, was eine ganz, ganz besondere Raumatmosphäre schafft. Und wir hätten die Welt nicht entdeckt, hätten wir nicht auf hölzernen Schiffen die Weltmeere bereist. Und wir haben einen wunderbaren Grundofen bei uns, der schenkt uns so eine schöne Wärme. Das ist so fantastisch, wenn man diesen Kachelofen am Abend anzündet. Das ist eine Wärme, die kann eine Heizung ganz einfach gar nicht bewirken. Das Herdfeuer ist etwas ganz Besonderes. Und in den alten Mythen heißt es immer, dass im Herdfeuer ein besonderer Geist wohnt, der Schutzgeist des Hauses, und dass der sehr glücklich darüber ist, wenn man ihm bestimmte Opfergaben auch gibt. Dann, wir schreiben auf Papier, wir schreiben Buchstaben. Oh, schon da steckt das Wort drin, dass man mit Buchen. Oh, das ist doch auch interessant, dass von den Buchen her unsere Buchstaben abstammen. Die heißen nicht Lindenstaben oder irgendwas Birkenstamm, nein, sie heißen Buchstaben. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf. Sie schenken uns Nahrungsmittel, heute nicht mehr so viel wie früher. Früher war es sehr viel Notnahrung, auch aus Baumfrüchten zum Beispiel. Dann etwas, was ganz viele vergessen haben, ist auch, dass die Kunst durch Bäume unglaublich beflügelt werden. Eine Skulptur von Tilman Riemenschneider aus Lindenholz geschnitzt, hat eine Aura, die ist unvergleichlich schön. Unvergleichlich. Und gerade das Lindenholz wird für Marienfiguren zum Beispiel sehr gerne benutzt. Und dann eben der Stammbaum, der unsere eigenen Ahnen verwurzeln sich in einem Baum. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist in meinen Augen, dass man das Wissen der Ahnen auch hochhält. Der Weltenbaum Yggdrasil. Hier eine Darstellung aus dem 19. Jahrhundert, wo man die Schlange, die Midgard-Schlange noch sehen. Und er verbindet die Welten miteinander, die Götter, Menschen und die Unterwelten und die Anderswelt, auch Utgard, die Anderswelt, die Riesen und die Trolle. Alle sind sie mit diesen Baumwesen verbunden. Und in der Edda heißt es, eine Esche weiß ich stehen, sie heißt Yggdrasil. Ein hoher Baum, immergrün, steht sie über dem Brunnen der Urd. Da sind jetzt einige interessante Botschaften drin. Da steckt das Wort Esche drin. Esche ist der Baum Wotans, sein Lichtspeer ist aus Eschenholz. Aber jetzt steht da noch ein Wort da, Yggdrasil. Und es ist ein hoher Baum. Die Esche ist tatsächlich ein hoher Baum. Aber ist die Esche immergrün? Und jetzt wird es problematisch. Nein, das ist nicht immer grün. Und tatsächlich ist das Wort Ik etwas ganz anderes. Das Wort Ik ist die Ableitung von Eibe. Ik ist eigentlich ein anderes Wort für Eibe. Sodass man vermutet, dass diese Übersetzungen der Edda, die ja von Mönchen gemacht wurde, nicht ganz stimmig ist, dass dort Widersprüche drin sind. Das ist halt einfach von der alten Sprache her, wenn so etwas übertragen wird, kann das schon mal passieren. Es ist so, dass das Wort Ik würde ich persönlich auch als Eibe sehen. Und Ik ist auch mit Wotan verbunden. Ik, Sleipnir, sagt man auch, ist Wotans Pferd und es gibt andere Bezeichnungen, Igga. Igga, dass Wotan auf Igga reitet, dass das sein Pferd sei. Und die Eibe ist schon mal so was ganz Eigenartiges. Die Eibe ist der Baum, der ist immergrün, er ist toxisch. Von den ganzen Bäumen, die in unseren Wäldern sind, ist er eigentlich der einzige wirkliche Giftbaum. Er ist ein Baum, der in alten Kulturen immer schon ganz, ganz stark verehrt wurde. Überall auf der Welt, wo die Eibe vorkommt, hat sie einen ganz, ganz besonderen Stellenwert.
Sie ist eigentlich ein Baum des Unterholzes. Sie braucht nicht sehr viel Sonnenlicht. Sie kommt also im Schatten aus. Man könnte auch sagen, sie ist ein perfekter Lichtverwerter. Und sie wurde von unseren Vorfahren zutiefst verehrt. Sie wurde von den Druiden als Versammlungsort genutzt, wobei die voreuropäischen Kulturen, ja nicht druidisch, nicht keltisch, sicher auch schon ihren ganz eigenen Bezug zur Eibe hatten. Wir wissen zum Beispiel, dass Waffen und Werkzeuge aus Eibenholz einen besonderen Stellenwert hatten. Wir wissen, dass in der Eiszeit, in der Steinzeit, in der Vorzeit Eibe schon genutzt wurde für die Jagd. Und die Jagd dient nicht nur einfach der Ernährung. Die Jagd hat etwas ganz Besonderes, weil die Jagd ist immer mit einem Zauber verbunden. Man muss sich mit der Tierseele verbinden, um überhaupt jagen zu können. Hier sehen wir eine Eibe in Schortens, im Klostergarten in Schortens. Dort gibt es mehrere sehr große alte Eiben, wunderschön dort. Auch einen Eibentunnel gibt es regelrecht, wo man durchlaufen kann. Das ist wirklich faszinierend. Wir haben dort ein paar Seminare gemacht und bei einem der Seminare haben wir dann den Eibenbaum geschmückt. Das ist etwas, was wir immer wieder gerne machen. Damals war, als wir das gemacht hatten, das ist so 93, 94 war das noch gar nicht so üblich. Man kennt das aus Irland, aus England, auch aus anderen Ländern, dass man Bäume schmückt. Inzwischen machen das wieder mehr. Das ist einfach wie eine Zeremonie. Das sind Geschenke an die Baumnymphe. Und wie besonders die Eibe ist, zeigen diese Bilder hier die Gesichter in einer Eibe, die wir, wenn wir in den Eibenwald gehen, immer wieder zeigen. Die sind an sich auf den Kopf gestellt, also das heißt, das obere Teil des Bildes ist an sich der Boden. Und wenn man die Bilder eben in eine bestimmte Richtung dreht, dann sieht man diese Baumgesichter dort drin. Und bemerkenswerterweise ist es so, dass die Gesichter in der Eibe nur im Totholz auftreten. Nur in den Bereichen, in denen die Eibe abgestorben ist, zeigen sich diese merkwürdigen Gesichter. Die zeigen sich nicht auf den lebenden Anteilen der Eibe, immer nur im toten Holz. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. Und es ist ja nicht so, dass sich die Baumdeva jetzt mit diesen Gesichtern zeigt, aber es ist, muss ich natürlich schon vorstellen, unsere Vorfahren hatten kein Internet, die haben sich nicht mit Zoom-Konferenzen getroffen, sondern die trafen sich im Wald und haben vorher, bevor sie im Wald ein Ritual gemacht haben, vielleicht zum Beispiel Tollkirsche zu sich genommen. Und wenn man dann einen Tollkirschentrank zu sich nimmt, mit anderen berauschenden Substanzen gemischt und sieht dann so ein Gesicht, dann könnt ihr Kiff drauf nehmen, dass dieses Gesicht auch mit einem redet. 100%. Das ist komplett lebendig. Ja, das ist, und für unsere Vorfahren hatten mit Sicherheit einen völlig anderen Zugang zur Natur. Das war pure Magie. Das war direkt. Das war nicht mit irgendwas dazwischen gesetzt, mit keinem Verstand, der sich dazwischen setzt und das Ganze blockiert, sondern es ist eine direkte, authentische Wahrnehmung. Und dieser Baum dringt direkt in deine Seele ein und wird zum Teil von dir. Und gerade dann mit so Nachtschattengewächsen, die dann diese Brücke auch noch ermöglichen, oder sind es heilige Pilze oder was auch immer man in alter Zeit genommen hat, um sich mit dieser Natur auf magische Weise zu verbinden. Ein anderes Bild noch, auch wieder ein Eibengesicht, das ich immer wieder sehr gerne zeige. Und es sind schon Bilder, wo man sagt, man versteht jetzt, warum die Eibe als Märchenbaum auch gilt. Eine Eibe, die wir immer wieder jetzt schon besucht haben, ist in der Normandie. Und dort gibt es sehr viele, sehr große alte Eiben. Auch in England gibt es sie, da müssen wir unbedingt mal hin. Das haben wir uns schon lange vorgenommen. Bei Chichester in Südengland gibt es große Eibenwälder. Und wir haben ja das Glück, dass wir den größten Eibenwald Festlands Europas hier bei uns haben, direkt um die Ecke, in der Nähe von Weilheim, wo dann eben auch unsere Baumtagung nächstes Jahr dann im April stattfinden wird. Und das ist mit über 2000 Eiben schon wirklich sehr gesegnet. Aber solche Eiben wie diese hier, die gibt es da nicht. Also das ist mit die größte Eibe, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, da ist eine Tür drin. Oh weia. Also man kann sogar reingehen in diese Eibe. Sie ist, wie soll es anders sein, auf einem Friedhof. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Dieser Friedhof ist jünger als die Eibe. Diese Eibe wird auf über 2000 Jahre geschätzt, ist also aus vorchristlicher Zeit. Und dieser Friedhof mit der kleinen romanischen Kirche dahinter ist knapp über 1000 Jahre alt. Das heißt, als dieser Friedhof angelegt wurde, war dieser Baum schon 1000 Jahre alt.
nur dass man einfach mal eine Zeitrelation bekommt. Und man weiß, dass diese alten Eiben sehr häufig an alten Tinkplätzen gesetzt wurden, wo Druiden sich getroffen haben, um tatsächlich mit der Totenwelt in Kommunikation zu gehen, mit den Ahnen irgendwo in Kommunikation zu sein. Das heißt, sie haben schon einen Bezug zur Totenwelt, aber es ist nicht verbürgt, dass an dieser Stelle einmal ein Friedhof gewesen wäre. In Irland gibt es noch eine andere Eibe, die werde ich dann nächstes Jahr im April zeigen. Die ist auch total interessant. Da ist ein Kloster um eine Eibe gebaut worden. Also die Eibe ist älter als die Gebäude. Die wurden um diese Eibe gesetzt. Man war sich also immer schon sehr bewusst darüber, dass die Eibe eine ganz eigene Qualität hat, als Weltenbaum eben in alter Zeit im hohen Ehren gestanden. Und es ist schon so, dass es Gründe hat, warum wir die Eibe auch heute noch auf Friedhöfen finden. Die Eibe gilt als der Baum des wilden grünen Mannes. Es ist die wilde Vegetationskraft, die sich dort verkörpert. Und in der englischen Gartenkultur im 19. Jahrhundert ist sie dann endlich befreit worden. Das ist so wie aus dem Feudalsystem, das von Ludwig dem 14., wenn man so mal noch anschauen, dort sind die Eiben kastriert worden, in Kugeln geschnitten und in sonst was für Figuren geschnitten worden. Und die englische, im englischen Garten, das ist der freie Bürgergarten, in dem das freie Individuum sich entfalten kann. Und es wurde eine veränderte Gartenarchitektur gemacht, die mehr den Temperamenten entsprechen soll und die vor allem die bürgerlichen Freiheitsideale darstellen soll. Und deswegen wurde der Baum nicht mehr beschnitten, sondern er wurde wild und er wurde angepflanzt, um dunkle Ecken im Wald zu erzeugen, um die melancholische Stimmung in einem Menschen freizusetzen, dass er sich mit seinen inneren Werten beschäftigen kann, sinnieren kann über den Sinn des Daseins. Und aus dieser Zeit eben auch bis heute werden ja die Eiben auch auf Friedhöfe gesetzt, um uns mit den Ahnen in Beziehung zu setzen. Aber es ist eben wesentlich mehr. Es ist auch die ungezähmte Freiheit der Natur, die sich in einer solchen Eibe zeigt. Dass man auch in diese Eibe auch rein kann, gehen kann, zeigt dieses Bild, wo mein Sohn und ich drinstehen. Und das Bemerkenswerte in dieser Eibe ist dann ein kleiner Altar. Und der schaut so aus. Und dort sehen wir, wie die Mutter, die Großmutter von Jesus, Anna, Maria, das Buch der Weisheit übergibt. Und es ist aus Eibenholz geschnitzt. Und man steht dann im Baum drin, man kann die Tür hinter sich zumachen und ist ganz vom Baum umgeben. Und es dauert nicht sehr lange, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden und man ist wirklich in einer verzauberten Welt. In der Edda heißt es auch, dass das erste Menschenpaar aus Bäumen entstanden ist und ganz genau aus Esche und Ulme, Ask und Embla, die sich miteinander vereint haben. Die Götter gingen über diese Erde und fanden sie doch irgendwie sehr still und leer und haben dann die Bäume zu Menschen verzaubert. Und es ist schon bemerkenswert, dass die Esche und die Ulme ja auch irgendwie sehr gefährdet sind. Die Ulmen haben sich jetzt ein bisschen wieder erholt. Die Ulmen, die ich hier gezeigt habe auf dem Bild, sind aus dem Schlossgarten in Salem, wo ich nächstes Jahr auch ein Seminar machen werde. Da werden wir die besuchen, diese riesigen Ulmen. Und das andere Bild stammt von einer Eschenallee, die hier bei uns um die Ecke ist. Und den Eschen geht es ja jetzt mal nicht sehr gut gerade, was ich sehr bemerkenswert finde, weil die Esche ist eigentlich ein Lebenselixier, ganz besonders, ganz toll. Man kann aus der Esche die Frenette machen, das ist ein traditionelles Lebenselixier. Aus den Früchten macht man das, legt die ein und das ist etwas, was allgemein als Lebenstonikum gilt. Und die Ulme ist ein Baum der geistigen Welt. Mit der Ulme kann ich mich über den Geist ganz stark mit den unsichtbaren Sphären verbinden. Deswegen ist es was ganz Wunderbares, an einem Ulmenholzschreibtisch zum Beispiel zu sitzen und zu arbeiten. Und die Ulmenblüten, aus denen mache ich sehr gerne Präparate, sind etwas, was meinen Geist ganz betont anregt. Man hat die Fähigkeit, dann wesentlich mehr um die Ecken zu denken und versteht auch viel mehr die Analogieketten und die Bezüge auch in die geistige Welt hinein. Also mit Ulme und Esche kann man also ganz hervorragend auch therapeutisch schon arbeiten. So wird also aus dem Stammbaum eben schon gleich der Lebensbaum. Und natürlich kennen wir alle den Bezug des Lebensbaumes zum Paradies, der Paradiesgarten, der Tanz um den Apfelbaum. Also ich stelle mir das Paradies eben nicht so vor, wie in der Bibel beschrieben, dass es dann nur so ein,
so einen armen Adam gegeben hat, der dann auf seine Eva gewartet hat, die dann aus seiner Rippe gemacht wurde. Ach, das sind so Geschichten, die gefallen mir irgendwie nicht so. Ich finde das hier viel lustiger, wie Lukas Cranas das dargestellt hat. Ein Paradiesgarten, in dem viele Männlein und viele Weiblein sich freuen, wo man dann den Wein gleich da hinten hat, wo man dann einen schönen Wein auch hat, wo die Tiere friedlich beieinander liegen. Einfach eine friedfertige, freudvolle Welt. Und dieser Tanz um den Baum ist etwas, was sich ja bis heute erhalten hat. Und der Apfel ist etwas ganz Interessantes. Der Apfel ist der Venus zugeordnet. Das bedeutet, dass es eigentlich der Tanz ist um die Venus, um einen venusischen Baum. Ob er nun der Granatapfel ist oder der Apfelbaum, das spielt keine Rolle. Es geht um die Symbolik dahinter. Die fruchttragenden Bäume, ganz besonders die Rosengewächse, alle miteinander, sind astrologisch der Venus unterstellt und damit der Liebesgöttin selbst. Also im Paradies herrscht die Liebesgöttin. Dass da so ein böser Jehova einen dann raustreibt, finde ich ja ziemlich blöde. Nur weil man vom Apfel genascht hat. Also bitteschön. Ist doch. Kirschen hätte ich übrigens ganz persönlich noch besser gefunden. So schwarze, schöne, süße Kirschen hätte ich persönlich dem Apfel bevorzugt. Eine andere Idee, wie dann der Paradiesgarten von Ernst Fuchs dargestellt wurde, nicht Lukas Cranach, sondern jetzt Ernst Fuchs. Dort sehen wir Adam und Eva so als göttliches Paar, die geflügelte Schlange in der Mitte und sehen Sonne und Mond. Und mich erinnert das Ganze an einen Drachenbaum, so auf La Palma oder Gomera oder so. Und das Drachenblutharz gilt schon bis in alte Zeit als etwas ganz besonders Heiliges, also damit zu räuchern, damit rituell zu arbeiten, weil es ja das Blut des Baumes auch ist. Und es ist schon bemerkenswert, bei so einem Drachenbaum zu sein und diese archaische Ausstrahlung. Gerade auf La Palma gibt es ganz, ganz alte, viele Jahrhunderte alte Bäume, die sind schon etwas ganz Eigenes. Und da habe ich dann auch ein bisschen vom Harz mitnehmen können, von den Wurzeln. Die Schlange. Die Schlange ist das Tier der Weisheit, Hüterin des Wissens. Und Paracelsus schreibt in seinen Büchern, dass die große wahre Verehrung der Schlange zu gelten hat, weil die Schlange der Schlüssel zur Weisheit und zum wahren Wissen darstellt. Weil nur weil wir aus dem Paradies vertrieben wurden, haben wir uns auf den Weg der Erkenntnis gemacht. Deswegen ist es ja auch der Baum der Erkenntnis. Deswegen, die Schlange ist also das Zünglein an der Waage, weshalb wir uns überhaupt aufraffen mussten. Hier ein anderes Bild, der Tanz um den Lindenbaum. Es ist Frühling, wir freuen uns des Lebens und tanzen um den Baum. Das ist in Effeltrich bei Forchheim tatsächlich noch eine alte Tanzlinde, wo dann in dem Baum selbst, also nicht unten, sondern im Baum selbst, wurde der Tanzboden aufgebaut und ein paar Paare gingen dann hoch und haben dort den Maitanz gemacht. Das gibt es bis heute, in manchen Regionen gibt es noch solche Bäume. Die Linde ist etwas Herrliches. Die Linde ist ein ganz besonderer Baum. Hier eine Linde in der Nähe von Wesobrunn, wo eine Marienfigur hineingesetzt ist, die langsam aber sicher zuwächst. Es wird ein paar Jahre noch dauern, dann ist sie komplett eingewachsen, dann existiert sie gar nicht mehr, dann sieht man sie nicht mehr. Der Baum nimmt sie komplett in sich auf. Das ist wirklich spannend. Und die Marienfiguren werden traditionell aus Lindenholz geschnitzt. Die Linde ist astrologisch der Venus unterstellt und hat eine ganz besonders liebliche Ausstrahlung und sehr alte Linden, wie hier die berühmte Tassilo-Linde, die wahrscheinlich als eine der größten Linden Deutschlands gilt, auch vom Umfang her, die werden wir dann nächstes Jahr auch besuchen. Immer viele, die heute auch anwesend sind beim Vortrag, waren ja auch schon mit mir dort oder mit Marco Pogacznik. Der wird dann übrigens im April noch dabei sein, der Jürgen Oswald kommt noch mit dazu, als Referent unter Marco Pogacznik. Die ergänzen uns dann, das Team, das jetzt an diesem Wochenende referiert, wird dann von den Zweien noch ergänzt. Und Marco war schon ein paar Mal da und der hat dann interessant festgestellt, dass die Linde die Krone eines Drachens ist, also der Drachenkopf kommt aus dem Boden heraus und das sind eigentlich die Energiestrahlen des Baumes, der sich so öffnet. Das ist das Ausspeien des Drachenfeuers in den Raum. Also ein Drache, der drunter liegt, eine Schlange, ein Drache und es der Ausatmungspunkt ist. Und genauso fühlt man sich auch, wenn man an dem Ort steht, dass man von der Erdenergie durchflutet wird und das in den Kopf hineinsteckt, also von den Füßen in den Kopf hinein
und sich dann nach oben wieder ergießt. Also ein Punkt, wo sich die Welten begegnen. Als wir mit Wolf-Dieter Stoll dort waren, der hat ein paar Mal bei uns in der Phytotherapie auch Referat gehalten, hat er dort eine schöne Baumputscher gemacht. Und das mögen die Bäume sehr, die Baumdevas lieben es, wenn man sie verehrt, ihnen ein bisschen ein Opferritual bringt, ein Räucheropfer bringt. Und er hat hier auch den Waldgott eingeladen, dabei zu sein. In Kernunos, wir haben Blumen mitgebracht und haben dort ein sehr freudvolles Tanzritual dann anschließend noch vollzogen. Also eine Baumputscher mit Wolf-Dieter ist ein wirklich bleibendes Erlebnis. Sollte jeder mal genossen haben. Es ist wunderbar. Und Kernunos ist der Hirschgott und der Hirsch lebt nun mal im Wald. Und im Kessel von Gundestrop gibt es eben jetzt etwas sehr Interessantes. Dort sehen wir, dass neben der Schlange wieder, die dargestellt ist, sehen wir eine Figur mit einem Hirschgeweih, mit Tieren drumherum, sogar jemand, der auf einem Fisch reitet. Also das sind eigentlich schamanische Darstellungen, mehr oder weniger. Und das, was jetzt sehr interessant ist, ist, dass auf diesem Bild Pflanzendarstellungen da sind, mit so einer Trompetenblüte. Drei Blüten hier gehen weg, dort auch wieder drei Blüten. Ja, das ist besonders beeindruckend und hier auch wieder drei Blüten, also auf dem Treffort aufbauende Blütenstrukturen. Und es gibt eine Pflanze, die wächst im Wald und die ist sehr berauschend und kann einen schamanischen Zustand bringen. Das ist die Tollkirsche. Die schaut genauso aus. Die hat genau diesen Winkel und hat auch diese trompetenartige Blüte. Für mich ist es so, dass es eine Darstellung der Tollkirsche hier ist. Und gerade in diesen Blüten hier sieht man das doch schon ganz schön. Und deswegen auch diese Energiefelder drumherum um die Blüte gesetzt, um einfach zu zeigen, dass sie was Astrales darstellt, dass sie nicht einfach nur eine Pflanze ist, sondern was ganz Besonderes. Also mit Hilfe solcher Pflanzen, Nachtschatten, sind da besonders gut geeignet, kann man also in diese Anderswelt reisen. Die Bäume spielen, haben natürlich nicht nur in Bezug zum Wald, sondern auch zu Himmelsgottheiten. Gerade in der Antike wurden die Bäume auch sehr, sehr viel mit Göttern assoziiert. Da würde ich unbedingt mal hier jetzt in der schönen Weihnachtszeit empfehlen, mal die Metamorphosen von Ovid zu lesen. Da gibt es wunderbare Geschichten zu diesem Thema Baumverwandlungen, Metamorphosen eben, und dann den Bezug zu den Göttern, zu den Bäumen. Hier sehen wir Zeus. Die Darstellung, das ist ein Bild aus dem Esssaal des Klosters Wesebrunn. Und diese Götterbilder sind jetzt im Gasthof zur Post, oben im Festsaal kann man sich die anschauen, in der Decke. Und eine ganz besondere Eiche ist in Dodona, in Nordgriechenland. Dort ist das Heiligtum des Zeus. Dort wurde geweissagt, es ist eine der bedeutendsten antiken Kultstätten überhaupt. Sie ist vom Tourismus weitgehend noch nicht gesehen worden, weil sie liegt ein bisschen abseits und ist anders als Delphi und so, wird es halt nicht von Tausenden von Bussen besucht. Es ist also noch recht still dort. Und es ist eine der bedeutendsten Quellkultplätze auch noch dazu. Ein riesiger Fluss entspringt dort direkt, gleich mit ein paar Metern Breite, kommt dort direkt aus der Erde raus geschossen. Das ist also wirklich ein spannender Ort. Und Dodona, also eine Orakelstätte. Man hat aus dem Rascheln der Eiche, aus den Blättern, den Willen der Götter vernommen. Und das ist auch etwas, die Auguren sind diejenigen, die einfach in diese unsichtbare Welt hineinschauen können, die dann aus dem Vogelflug, aus dem Rascheln, aus dem Knistern von Räucherstoffen, aus den Eingeweiden eines Tieres die Zukunft lesen können. Die Eiche ist auch ein Gedeihbaum. Die Eiche ist ein wirklicher Lebensbaum. Und hier eine unserer Lieblingseichen in der Nähe von Plochingen, die Bühleiche, wo man dann sieht, der Blitz mag sie auch sehr gerne. Das sind jetzt verschiedene Epochen. Da sieht man, hier hat sie keine Bank mehr, die hat man dann weggetan. Was ich ganz blöd finde, weil ich finde das hier in der Mitte eigentlich das schönste Bild, wie die zwei dort sitzen und sich die von dieser Eichenkraft regelrecht nähren. Das ist eine Eiche, die ich auch sehr liebe, die Eiche in Hexenagger. Allein der Name ist Programm, also Hexenagger in der Nähe von Riedenburg. Auch eine sogenannte tausendjährige Eiche, gigantisch. Und hier sehen wir, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass nur Damen um diese Eiche sich drapiert haben, denke ich mir, ja, jetzt verstehe ich das, wie das so ist mit dem Phallus als Baum und die Damen drumherum. Also die Eiche gehört auf jeden Fall zu den Bäumen, die den Mann männlicher machen. Also es ist typisch
Nehmen wir zum Beispiel bei schlechten Spermiogrammen und Ähnlichem, kriegt der Mann Eichenauszüge verpasst. Andere Bäume, die auch mit männlichen Gottheiten assoziiert sind, ist zum Beispiel die Buche. Die Buche und das magische Wort, das ist eine Buche in Irland, ein gigantischer Baum, riesengroß, auch also bestimmt 500, 600 Jahre alt. An einem alten Kloster, Zisterzienserkloster, habe ich das Bild aufgenommen. Und mit der Buche verbunden ist Wotan. Wotan ist derjenige, der die Buchstaben, die Runen entdeckt hat. Und hier sehen wir ihn so im 19. Jahrhundert mit so einer schönen Figur, wo seine Raben ihm auf den Schultern sitzen. Für mich auch immer, wenn ich Krähen und Raben in einem Baum sitzen sehe, bin ich sofort in der Stimmung, Wotan eigentlich wahrzunehmen. Also für mich ist das absolut. Und jetzt, wo wir auch noch einen Hund haben, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen Wotan begleitet mich dann auch durch den Wald, wobei unser Hund nun alles andere als ein Wolf ist. Und dann heißt es in der Edda, ich weiß, dass ich hing am windigen Baum, 9 lange Nächte, vom Speer verwundet, dem Odin geweiht, mir selber ich selbst. Am Ast des Baums, den man nicht ansehen kann, aus welcher Wurzel er spross. Sie boten mir nicht Brot noch Met. Da neigte ich mich nieder auf Runen sinnend, lernte sie seufzend. Endlich fiel ich zur Erde. Es ist eine der Einweihungsbräuche bei den Germanen gewesen, Männer zur Initiation in Bäume aufzuhängen und dann zu speeren, also wurden Speere danach geworfen, eben in der Tradition Wotans. Schon bemerkenswert mit den Buchstaben. Und wer von euch hat nicht schon mal ein Herzchen vielleicht in eine Buche eingeritzt? Dass der Baumgott bei einem ist. Das ist, man überträgt sozusagen, das ist der Segen des Baumgottes, ist dann bei einem. Wieder ganz weiblich, so wie auch in der Linde, ist die Birke. Die Birke ist der lichten Gottheit Bridget geweiht. Die Birke lädt zum Ausruhen ein. Man sagt auch Nemeton, der Druidinnenhain ist aus Birken, besteht aus Birken, während die Druiden in den Eichenhain gehen, gehen die Druidinnen in den Birkenhain hinein. Und die Birke ist regenerierend, die Birke leitet aus, die Birke ist etwas, was mich jung sein lässt. Sie ist ein Bote des Frühlings. Hier sehen wir zwei Aspekte der Birke, das finde ich interessant. Auf der einen Seite von einer englischen Künstlerin, die Linda Garland, die hat die Bridget gezeichnet, also die Birkengöttin als Mondgöttin. Und auf der anderen Seite sehen wir von Segantini die bösen Mütter. Das sind Baumgeister in den Alpen, die in den alten verkrüppelten Birken stehen. Und tatsächlich ist es so, dass man Birke ist nicht gleich Birke. Wenn man in ein Sumpfgebiet, in ein Moorgebiet hineingeht und sieht abgestorbene Birken, dann weiß man, was Segantini gesehen hat. Das sind bestimmte Geistwesen, die den Menschen absolut nicht freundlich gesonnen sind. Die sind sehr dunkel von ihrer Energie her und fordern auch oft das Leben von Menschen. Deswegen hat man ja auch in alter Zeit tatsächlich Menschenopfer im Sumpf dargebracht, um genau dieser Geistesqualität auch Nahrung zu geben. In den schwierigsten Lebenskrisen der Menschheit hat man so etwas getan. Eine Baumgottheit, die wieder etwas ganz Gutmütiges aber hat, ist der Weißdorn, der Feenbaum. Gerade besonders im englischen Sprachraum wird er sehr verehrt, der Weißdorn. Er ist unser Herzheilmittel. Man hat ihn früher zum Umfrieden genommen. Das heißt also, man hat Weißdornhecken gepflanzt, damit der Geist des Ortes in Ruhe und Friedsamkeit sein kann. Er strahlt, also das heißt, es wird alles aufgelöst, was eine unangenehme Strahlung in einen Wohnort hineintragen kann. Es geht also hier nicht um wilde Tiere, sondern um wilde innere Stimmungen, die man nicht möchte. Deswegen ist es so, dass man Schlafstörungen sehr gut mit Weißdorn-Tee behandeln kann, auch Albtraumdrücken, Herzklopfen, Angstzustände und so weiter. Und dass man vielleicht auch einen Weißdorn in seinen Garten pflanzen sollte. Hier sehen wir ein Bild von Burne Jones, Merlin und Nimue, die den Merlin in den Weißdorn hineinverzaubert hat. Und so ist eben auch eine ganz besondere Qualität an Weisheit und Wohlwollen im Weißdorn verborgen. Das merkt man ganz besonders in Irland. Hier bei einer unserer Reisen durch Irland einen Weißdornbaum in einem Steinkreis aufgenommen, wo man gar nicht mehr weiß,
wo eigentlich seine Wurzeln sind. Sind die jetzt in diesem Punkt oder sind sie in diesem Punkt? Er hat so eine Art Brücke gebildet und das sind jetzt, alle diese Weißdörner tun so, als ob sie ein eigener Baum wären. Dabei sind sie alles nur Äste dieses einen Baums. Also schon da sieht man, dass dieser Weißdorn ganz mit der magischen Welt in Verbindung steht. In Isnik, das ist eine Druidenkultstätte in Irland, gibt es auch wunderschöne Weißdorne, die hier mit Efeu umrankt sind, ganz dunkel und düster. Und zu Füßen dieser Weißdorne haben überall kleine Frühlingsblumen geblüht, die trotz Dunkelheit dort einen Lichtzauber in den Weg hineingezaubert haben. Es war wirklich beeindruckend, das zu sehen. Auch dort kann man sich ganz hinein versenken und in die Anderswelt abtauchen. Und in Irland ist es eben üblich, solche kleinen Bänder hinzuhängen, Wunschbänder mit den Herzenswünschen. Das sind besonders auch viele Stoffwindeln hängen dran, weil wer einen Kinderwunsch hat, der hängt dann gerne ein Stück Stoffwindel dran. Oder es ist etwas dran, um die Liebe zu erzeugen. Dann hängt man vielleicht auch rote Bänder hin. Also ganz unterschiedlich. Und das ist auf dem Königstätte in Tara. Und man findet in Irland ganz viel solcher Weißdorne, die behangen sind mit Geisterbändchen. Das ist eine Tradition, die man aber auch in anderen Stellen der Welt findet. Hier zum Beispiel ist auf Zypern ein Johannisbrotbaum, der mit lauter Stoffwindeln behangen ist. Dort gehen die Frauen ins Gebirge, um dem Baumgeist, der Baumdeva, hier den Wunsch anzuhängen, regelrecht. Und daneben ist eine kleine Kapelle. Und in dieser Kapelle sind Wachsfiguren, die die Leute ganz ungelenk selber gemacht haben. Die sind Kinder oder es sind Körperteile und so weiter, die man dort hineingebracht hat, als Dankeschön, dass der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und hier sehen wir auch noch Frauen, die in Paphos auf Zypern auch Bänder an einen Johannisbrotbaum hängen. Dann habe ich, als wir in Zypern ankamen, kamen wir an einem Strand vorbei und ich dachte mir, mein Gott, die Zyprioten sind aber Schmutzfinken und Schmutzbären. Überall haben sie ihr Klopapier hängen lassen und es sieht ja furchtbar aus. Was ich nicht wusste, ist, dass an dieser Stelle des Strandes Aphrodite das Ufer betreten hat, die aus dem Meer geborene, aus dem Schaum geborene, und dass alle möglichen Liebespaare dort etwas hinhängen an diesen Busch, weil es gibt sonst keinen anderen Busch, wo man was hinhängen kann. Also hängen alle was an diesen Busch und machen das als Liebeszauber. Der hat sich dann halt dummerweise auch so eine Plastiktüte drin verfangen. Deswegen schaut das ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten sieht man lauter solche weißen Bändchen. Hier ein Bild von Aphrodite, wie sie so dann an den Strand gespült wurde. Und dann hat ihre schönen, zarten Füßchen, haben dann den Boden berührt und überall, wo sie ihre Füße hingesetzt hat, entsprossen der Erde Blumen. Und direkt oberhalb dieser Stelle, wo sie ans Ufer kam in Zypern, gibt es den Tempel der Aphrodite. Da sieht man noch die Reste und ganz wunderbar, was uns gefallen hat, war, dass ein wunderbarer Granatapfelbaum dort in diesem Tempel wuchs. Und der Granatapfelbaum, der ist das Symbol ewiger Jugend, und wird bis heute als Lebenssymbol auch verschenkt und auch genossen. Und tatsächlich hat man jetzt zum Beispiel feststellen können, dass in den Granatapfeln bestimmte Phenole drin enthalten sind, gerade in den Kernen und in den Wänden. Man muss also das Bittere auch mitnehmen, die zum Beispiel sich bei Viruserkrankungen als sehr hilfreich erwiesen haben, zum Beispiel bei Covid. Nur mal so nebenbei. Also tatsächlich auch eine Immunstimulanz. Und es ist ein Jungbrunnen, er verjüngt. Es heißt, dass Persephone, hier dargestellt von Dante Rossetti, als sie in die Unterwelt gegangen ist, 7 Granatapfelkerne gegessen hatte, von der Totenspeise also genossen hatte und deswegen nicht einfach wieder zurückkommen konnte zu ihrer Mutter. Und so musste sie also dann nach Einlenken der Götter, hat man sich dann entschieden, dass sie ein halbes Jahr bei ihrem Gemahl Hades sein wird und ein halbes Jahr bei ihrer Mutter Demeter und dass Persephone deswegen die Gottheit der Jahreszeiten geworden ist, der dunklen und der lichten Jahreszeit. Da werde ich dann bei meinem Vortrag über die Kunst noch eingehen. Gerade dieses Bild ist sehr interessant, weil es noch mehr symbolische Geheimnisse hat. Auch ein Bild, was ich da sicher wieder aufführen werde, ist die Zypresse, die Toteninsel von Böcklin. Viele Pflanzen sind jetzt auch mit der Totenwelt in Beziehung. Eben von der Persephone ist es ja nicht weit bis zu den Toten. Und gerade die Zypresse gilt als dieses Sinnbild. Bei Ovid liest man, dass Kyparissos
einst ein schöner Jüngling gewesen ist, der aus Versehen seinen Lieblingshirschen getötet hat. Und dann war er so trostlos, dass er nicht mehr leben wollte und hat die Götter gebeten, ihn zu verwandeln. Und das haben sie dann auch gemacht. Und er wurde in eine Zypresse verwandelt mit der Botschaft, den trauernden Trösten zur Seite zu stehen. Deswegen hat die Zypresse so eine ernste, melancholische Ausstrahlung. Und man wird einfach doch an den Tod erinnert. Und gleichzeitig ist es auch ein wichtiges Symbol. Ich verwende die Zypresse als Räucherstoff und auch innerlich, wenn ich sage, den Menschen geht es nicht gut, sie sind mit dem Tod zu sehr in Beziehung und müssen getröstet werden. Ja, das mit der Zypresse hat auch Max Ernst so gesehen. Er hat dieses Bild gemalt als Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an Hiroshima. Und da sieht man also, dass was sehr Verdüstertes eigentlich auch drin steht. Also man kann die Zypresse auch ganz anders sehen, als etwas sehr Düsteres und schon fast Zerstörerisches. Nun, es ist ja auch, kommt ja auch immer darauf an, wie der Mensch in den Tod gekommen ist. Und Hiroshima ist jetzt alles andere als ein schönes Beispiel, wie man sterben kann. Auch interessant ist die Idee, wie Van Gogh die Zypresse gemalt hat mit ihrem Lichtfeuer, das sie in sich trägt. Das hat er hier in diesem Bild sehr schön gemacht, dieses ganz Bewegte in einer Zypresse. Und sie ist tatsächlich ein wirkliches Tonikum. Die echte Zypresse ist nicht giftig, man kann daraus Tinkturen machen und kann ätherische Öle natürlich, gibt es auch. Und man kann Bäderzusätze daraus machen und so weiter. Hier die Geschichte, wie Kyparissos in eine Zypresse verwandelt wurde, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Eine der größten Zypressen, die ich bisher überhaupt gesehen habe, auch in der Nähe von Delphi. Ganz faszinierend. Ja, in Delphi ist es dann auch so, dass ich diesen Baum hier sehen konnte mit Margit zusammen, als wir damals da waren. Das ist ein Lorbeerbaum, unter dem man sitzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemals einen so großen Lorbeerbaum gesehen habt. Und gerade in Delphi in Griechenland spielt der Lorbeerbaum eine ganz entscheidende Rolle. Auch hier wieder die Geschichte von Ovid Metamorphosen. Dort wird er aufgeführt. Und hier sind wir jetzt in Delphi. Das Kloster ist ein paar Kilometer weg. Und die Orakelstätte in Delphi ist der Nabel der Welt in der Antike gewesen. Die bedeutendste Weihestätte überhaupt. Man ging hin, um das Orakel zu befragen, um den Göttern nahe zu sein und den göttlichen Ratschluss zu erhalten. Und für mich einer der wichtigsten Orte für mich in meinem ganz persönlichen Leben überhaupt geworden. Ich muss mich immer wieder in diesen Ort hineinversetzen, reise im Geiste ganz häufig an diesen Ort, weil es ist für mich die Anbindung an die spirituelle Welt, die ich durch diesen Ort ganz intensiv erfahren habe. Und hier sehen wir eine Darstellung, die Priesterin von Delphi, von Coltier, wie sie hier sitzt, auf dem Dreifuß, den Lorbeer in der Hand hat und die Dämpfe einatmet, die aller Vermutlichkeit nach Bilsenkraut gewesen sind. Also berauschende Dämpfe, und dann ist sie den Göttern nahe gewesen. Und das heißt, dass sie auf Lorbeer ruhte, Lorbeer kaute und einen Lorbeerkranz hatte und Lorbeer geräuchert wurde. Hier die Geschichte, wie der Eros dem Apollon einen Pfeil aus Gold ins Herz geschossen hat mit der Botschaft, sich sofort in die Person zu verlieben, die er als erstes sieht. Und er hat dummerweise aber dieser Person, von der er wusste, dass Apollon ihr begegnen wird, einen Pfeil aus Blei ins Herz geschossen, mit der Botschaft, für diese Liebe nicht empfänglich zu sein. Und so kam es also, wie Eros es geweissagt hatte, Apollon traf Nymphe, er traf Daphne und die wiederum hat Apollon gesehen. Er war sofort schockverliebt. Sie war, oh Gott, Apollon ist weggerannt und floh also vor Apollons Zudringlichkeit. Und irgendwann einmal hat sie sich nicht mehr zu helfen gewusst und die Götter haben sie dann in einen Lorbeer verwandelt. Und seitdem schmückt sich also Apollon mit dem Lorbeer. Das ist halt der Ausdruck seiner großen Verehrung gewesen. Und dort in Delphi gibt es auch einen ganz besonders wunderbaren Ort, den ich dort schätzen gelernt habe. Das ist die Hochebene des Parnass. Das ist oberhalb von Delphi. Und dieser Ort ist es hier ganz besonders, der da interessant ist. Zu diesem Ort ist man dann hingepilgert und das war damals in antiker Zeit ein sehr großer Aufwand, das sind einige Höhenmeter zu bewältigen, jenseits jeglicher Zivilisation in völliger Wildnis dort. Und das Bemerkenswerte sind die ganzen Bergtannen, die dort existieren. Die Bergtannen haben alle Misteln dort und keine schaut aus wie eine andere. Sie haben wirklich totale Gestaltenhaftigkeit
Und auch sie gelten alle als verwunschene Nymphen. Und man hat wirklich dort das Gefühl, durch einen Nymphenwald zu gehen. Und dann kommt man bei der Kyrrhichischen Grotte an, ist in dieser wunderbaren Höhle, die Höhle des Pan. Der Pan ist die einzige Gottheit, hier ein Bild von ihm. Pan ist die einzige Gottheit der Antike, der man nie einen Tempel gebaut hat. Weil Pan hat man immer dort verehrt, wo man in der Natur war, an den Quellen, in Höhlen und an Bäumen. Und nun ist es so, dass ich wirklich sagen muss, Pan ist deswegen schlichtweg meine Lieblingsgottheit und dies ist eins meiner Lieblingsbilder. Das ist von Gustave Moreau. Das ist das ganze Pantheon der Götter dort abgebildet. Das ist ein viel Meter hohes Bild. Ganz spannend, kann man in Paris sich anschauen, im Gustave Moreau Museum. Und da ist man vom Donner gerührt, weil es erzählt so viele Geschichten, unter anderem eben auch die Darstellung dieses schönen Pans mit den ganzen Blumen drumherum. Und in dieser Höhle haben Margit und ich wirklich sehr, sehr tiefe Einweihungserlebnisse gehabt. Und ich glaube, auch Margit wird mir das bestätigen, dass es selten Momente gegeben hat, wo wir so sehr mit der Anderswelt und mit der geistigen Götterwelt verbunden gewesen sind wie dort. Und hier sehen wir Margit auf ihrem Lieblingsbaum am Eingang der Höhle setzen. Das ist eine wilde Zypresse, wo sie stundenlang gesessen ist. Und nachts hat sie immer darauf gewartet, dass die Eule doch vielleicht mal aus der Höhle sich zu ihr setzt. Aber die Eule hat sich dann doch immer entschieden, den anderen Weg rumzufliegen und sich nicht auf ihrem Lieblingsbaum zu setzen. Und da saß die Margit also stundenlang und ich mit ihr. Und wir schauten in die Weite und das wirklich, wirklich für viele, viele Stunden und auch Tage und haben einfach immer diese Aussicht genossen. Und das ist ein verwunschenes Erlebnis. Und ich kann euch nur sagen, geht zu Bäumen hin, seid ihnen nahe und geht auch an die alten Kultplätze, die man mit Bäumen verbindet. Dort werdet ihr ganz wunderbare Erlebnisse haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch dann noch viel Vergnügen bei den weiteren Vorträgen, die noch kommen werden.